Hey, heute möchte ich mit euch über das Thema Zeitmanagement sprechen. Zum einen geht es für mich nächste Woche auf der Uni wieder los und da wird viel dazukommen, das wird wieder ein Thema sein. Und zum anderen wurde ich das auch gefragt, so hey, wie macht man das in Polybeziehungen? Was ist da wichtig oder einfach so, wie ich das mache? Und zuallererst würde ich mal sagen, jeder ist unterschiedlich und es gibt da keine goldene Regel oder keine Lösung, wie man das machen sollte. Es gibt Leute, die gerne Kalender führen, es gibt Leute, die das überhaupt nicht können und so weiter. Aber in jeder größeren Polykonstellation gibt es im Normalfall einen, der das gerne macht oder zumindest gut kann. In meiner Konstellation war das immer ich bis jetzt, was dazu geführt hat, dass ich mir halt tatsächlich von bis zu 6 Personen einfach wirklich alle Termine gemerkt habe und das koordiniert und verschoben habe, bis sich alles ausgegangen ist. Wir hatten zwischendurch einen Google-Kalender, das wurde aber nicht so genutzt und es war dann wirklich so, auch teilweise bei Freundesgruppen, dass mir Termine dann einfach gesagt wurden und ich koordiniert und verschoben habe und noch gesagt habe, so hey, kannst du das von Dienstag auf Mittwoch verschieben, weil dann könnten wir das und das am Dienstag machen und so. Also es hat schon teilweise in stressigen Phasen absurde Ausmaße angenommen. Und mich hat es aber gar nicht so sehr gestört, weil ich wusste, ich kann das am besten, ich kann auch am besten so empathisch abschätzen, wer kann was wie gut verschieben, was bereitet wie, wem wie viel Stress. Das war halt wirklich so meine Stärke, dass ich gemerkt habe, so ich kann das von allen am besten handeln, ohne dass ich da gestresst werde. Und wichtig war mir dabei aber auch, dass meine anderen Partner und auch Freunde eben gesehen haben, dass das doch sehr viel Arbeit ist und dass das nicht ebenso einfach ist, dass das nicht einfach so Zufall ist, dass sich das alles gut ausgeht, sondern dass ich da schon meinen Teil dazu beitrage. Und weil das aber einfach wertgeschätzt wurde und mir halt andere Sachen abgenommen wurden, die ich einfach nicht so gut mache und auch nicht so gerne mache, hat das für mich eigentlich immer gut gepasst. Und in stressigeren Phasen haben mich dann auch Partner oder auch Freunde teilweise von Arbeit, Uni, wo auch immer abgeholt und sind einfach mit mir eine Stunde spazieren gegangen zum nächsten Ort, wo ich dann einen Termin hatte. Also ich denke halt auch, das ist sowas, was der Zeitplanung halt zugrunde liegt. Alle müssen planen wollen, weil wenn jemand sagt so, hey, nein, es ist mir wichtiger, dass ich so meine Freizeit ständig habe und so, dann wird man das halt nicht so gut einfügen können. Also Freizeit ist natürlich wichtig, aber wenn man nicht bereit ist, so gewisse Abende freizuhalten für Treffen oder sich auch mal nach dem anderen zu richten, dann wird Polyamorie zumindest in einer größeren Konstellation schwierig werden. Und ich hatte mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun und die waren ganz unterschiedlich gut darin und denen ist es unterschiedlich schwer gefallen, die hatten unterschiedlich viele Termine, aber im Grunde hat niemand drunter gelitten, alle waren froh, dass sie es nicht grundsätzlich koordinieren mussten. Weil alle sich halt auch irgendwo Zeit nehmen wollten. Und so ein Google-Kalender ist prinzipiell eine ganz coole Sache, weil jeder halt eintragen kann. Aber die Sache ist halt auch, habt ihr Leute um euch, die da auch dann wirklich eintragen? Weil bei mir war das dann eher schwierig. Bei uns war es dann eher so, dass es fixe Zeiten gab und ich von allen die fixen Zeiten wusste, wann ich meinen Sport habe, wann andere Leute ihre regelmäßigen Sachen unter der Woche hatten. Und sich dann auch oft natürlich so Abende ergeben haben. So, hey, da ergibt es sich gut, dass man mit der Person was macht, weil da hat die Person eh nie Zeit. Oder da ergibt es sich gut, dass wir alle zusammen was machen. Dann gab es natürlich auch so andere Fixpunkte wie Kino, Theater, irgendwas, was wir alle sehen wollten oder Spieleabende, das wurde dann halt oft im Voraus gemacht, da gab es dann meistens auch entsprechende WhatsApp-Gruppen, wo dann halt auch jeder reingeschrieben hat, hey, und ich bring das mit, wir kommen dann und dann. Was halt auch die Planung echt erleichtert hat, aber man muss sich halt auch so vor Augen halten, es ist ein Commitment, es ist eine Prioritätensetzung, wenn ich sage, okay, ich will 2 bis 3 ernsthafte Partner haben, tatsächlich, die auch alle vielleicht in derselben Stadt wohnen, die ich auch alle mehr als einmal die Woche sehen will, dann kommen andere Sachen zwangsläufig kürzer und es wäre eine Illusion, wenn man sagt, nein, das ist nicht so. Also natürlich kann man Dinge gemeinsam unternehmen, aber man braucht halt auch immer Zeit zu zweit in romantischen Beziehungen. Das ist einfach so und wenn ich dann sage, ja, ich habe 3 Partner und jeder 2 Abende, also dann schaut es zum Beispiel mit anderen Aktivitäten am Abend schlecht aus. Und ich muss sagen, mir sind die Beziehungen in meinem Leben sehr wichtig, aber momentan zum Beispiel könnte ich mir das nicht mehr vorstellen. Ich habe das eine Zeit lang so praktiziert und es hat zu diesem Zeitpunkt auch gepasst, aber so sehr wie ich gerade mit anderen Hobbys und mit mir selber einfach beschäftigt bin, wäre das für mich nicht möglich. Also ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist seine eigenen Kapazitäten gut abzuschätzen und dass die Partner das eben auch realistisch machen, so wie viel kann ich denn wirklich geben? Weil das hatte ich auch teilweise, weil wenn jemand einfach alles gibt und nicht mehr für sich selber übrig ist, dann ist es irgendwann auch keine Quality Time mehr, wenn du jemanden abholst oder dich mit jemandem triffst und er ist komplett fertig und hat einfach nichts mehr zu geben und ist schon gestresst, weil er weiß, am nächsten Tag läutet um 7 der Wecker, ihr konntet euch erst um 9 treffen und diese 3 Stunden sind dann eigentlich mehr so, wir müssen es jetzt schön haben, weil wir sehen uns erst wieder nächste Woche. Also es kann auch, es klingt so wie voll das Luxusproblem, aber es kann tatsächlich auch stressig werden und ein echtes Problem auch sein. Und da denke ich, ist eh der einzige Tipp, alle müssen realistischere Kapazitäten kennen und keine unrealistischen Erwartungen an sich selber und auch nicht an ihre Partner haben und da einfach einen guten Konsens finden. Und wenn man ein niedrigeres Beziehungsbedürfnis hat zum Beispiel, es gibt auch viele Leute, die in Polykonstellationen glücklich sind, weil ihren Partner einfach gern nur 1 bis 2 Mal die Woche sehen, weil ihr restliches Leben sie einfach viel einnimmt oder sie viel Zeit für sich brauchen. Und
für die ist es dann überhaupt kein Thema, wenn dieser andere Partner mit einem anderen Partner zusammen wohnt zum Beispiel und die sehen sich dann vielleicht fast jeden Tag die Woche oder 5-6 Tage die Woche. Das kann auch gut passen und ich glaube, man muss sich auch bewusst machen, dass also Gleichberechtigung bedeutet nicht, alle bekommen genau dasselbe. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass alle gleiche Rechte haben und auf die Bedürfnisse von allen Rücksicht genommen wird und die Stimme gehört wird. Nicht, dass jeder genau dasselbe bekommt. Ich glaube, den Fehler machen oft viele. Wenn ich sage, okay, ja, ich habe jetzt einen Partner, den sehe ich so und so oft. Wenn ich jetzt einen zweiten hätte, den müsste ich dann genauso oft sehen. Das bedeutet nicht, dass die Beziehung sich nicht verändern kann, wenn ein zweiter Partner kommt. Das wird sie auf jeden Fall. Oder dass der zweite Partner immer als zweites kommt. Es kann auch eine unterschiedliche Gewichtung geben. Aber es geht immer um den Menschen, um den es gerade geht, oder beziehungsweise um die zwei Menschen, die in dieser Beziehung dann sind. Und in weiterer Folge halt auch um die Metamours, also alle anderen Beteiligten. Das bedeutet einfach, dass man ganz, ganz viele Parteien an einem Tisch hat und die müssen alle mit einer Lösung glücklich werden. Und manchmal ergibt sich das natürlich und da ist gar nicht so viel Diskussion notwendig, weil es sich einfach so einspielt, so war das bei mir oft. Und manchmal ist halt aber auch wirklich viel Diskussion notwendig, weil einer gern mehr hätte als möglich ist. Und da muss man halt schauen, kommt man zusammen, ja, nein. Und wenn die Antwort nein ist, halt auch die Konsequenzen ziehen. Was ich jetzt noch an praktischen Tipps habe, außer den Google-Kalender, das ist wie gesagt so das einzige Tool, das ich wirklich genutzt habe, würde ich sagen, ist natürlich Kommunikation, 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 es nicht persönlich nehmen, wenn mal was planerisch nicht passt und schief geht, auch nicht Dates streichen oder irgendwie, also dieses Zeit reduzieren als Konsequenz sehen, weil da hängen dann irgendwie alle mit drin und das kriegt dann eine ganz, ganz komische Dynamik, das würde ich auch nicht machen. Und auch wirklich Zeit dafür nehmen, zu streiten. Also wenn man sagt, wir haben keine Zeit zu streiten, weil wir sehen uns nur einen Abend die Woche, ist das echt ein Problem. Und wenn das überhand nimmt, kann aber eine schwierige Beziehung den Raum für alle anderen Beziehungen sprengen. Also da kann es auch oft mal wichtig sein, einen Mittelweg zu finden. Und wovon ich auch Abstand nehmen würde, ist dieses, du kriegst zwei Abende, ich krieg einen Abend, diese Regelungen, weil das sollte sich dann schon, wenn möglich, irgendwie organisch, natürlich ergeben. Oder man sollte einfach drüber reden, so, hey, mir geht's gerade so und so und deswegen würde ich gerne an einem Abend das machen und an anderen mit dir das. Also ich würde das nicht so, eben nicht so als Regelwerk machen, weil da geht dann eigentlich das, was an Poly so schön ist, also diese ganze Freiheit irgendwo auch und diese Eigenentfaltung, ich kann machen, wonach mir ist, geht dann halt verloren, wenn ich sage, hey, ich kann machen, wonach mir ist, aber ich muss mich nach den 17 Regeln richten, die meine Partner für mich aufgestellt haben, mit denen ich eigentlich großteils gar nicht so zufrieden bin. Also da würde ich sehr, sehr schnell schauen, dass Konsens und Gemeinschaft nicht irgendwie in so ein gemeinsames Regelwerk kippt, weil man einfach so oft dazu tendiert, die Dinge einfach lösen zu wollen und jetzt bringen wir das auf den Punkt. Und da sehe ich vielleicht noch eine Gefahr. Sonst, ja, sobald irgendeine Person drin ist, die mit den Spielregeln von Poly generell, also dass einfach jeder für sich stehen bleibt und seine Bedürfnisse hat und man da Rücksicht nimmt, nicht einverstanden ist, ist alles eine Hölle. Also planen sowieso. Da gibt es dann auch keine Tipps, um sich drumherum zu arbeiten. Genauso wie wenn jemand neu in Polyamorie ist und dann auch ganz viel Eifersuchtsunsicherheiten etc. hat, da wird es bei jedem Date irgendwie danach, also jedem anderen Date quasi, einen Streit geben oder da wird es irgendwie Unsicherheiten geben und das gehört halt am Anfang auch dazu. Klar, wenn sich das nicht ändert, muss man echt schauen, geht das noch oder geht das nicht, aber also was ich eigentlich sagen will, ist, man nimmt sich diese Konflikte nicht, wenn man sagt, zwei Abende für dich, zwei Abende für dich. Irgendwas wird sich immer unfair anfühlen und sei es jetzt die eine halbe Stunde mehr oder warum hast du mit dem diesen Film gesehen und so ein Blödsinn, also da geht es dann eigentlich nicht um die Zeiteinteilung. Also ich würde wirklich davon abraten, die Zeiteinteilung zu sehr zu emotionalisieren und auf diese Art von Gleichberechtigung zu ersetzen und vielleicht auch einfach wirklich gemeinsam Literatur, Videos, weiß ich nicht, was es nicht alles gibt, zu dem Thema zu konsumieren, bevor man da irgendwie eben versucht, seine eigenen Unsicherheiten durch irgendein Regelwerk zu kaschieren. Ja, das war so mein Stand-on-Zeiteinteilung, würde ich sagen. Ich selber habe nicht nur mehrere Beziehungen, ich studiere auch mehrere Sachen und arbeite viel, also ich musste schon immer mein Leben ganz, ganz chaotisch einteilen und Leute, die meinen Plan sind, denken oft, oh mein Gott, wie geht sich das alles aus? Aber ich merke mir das tatsächlich alles und ich verpasse maximal einmal im Jahr einen Termin, wenn überhaupt. Und ich studiere halt auch ein bisschen mit Mut zur Lücke und so. Und man kann halt nicht immer überall sein, so ist es eben. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich sowohl all meinen Partnern und Freundschaften als auch Job, Uni etc. bis jetzt immer sehr gut gerecht geworden bin. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Und wenn ich mal merken sollte, das geht sich nicht aus, dann werde ich auf jeden Fall andere Prioritäten setzen müssen. Und das ist mir auch durchaus klar. Und ich muss halt auch wirklich viel auf mich selber schauen, das habe ich in der Vergangenheit weniger gemacht und das ist auch gerade momentan so meine Priorität, also Nummer eins. Deswegen würde ich zum Beispiel niemals einer neuen Person irgendwas versprechen, was ich nicht halten kann, weil realistische Erwartungshaltungen sind bei allen Veränderungen, glaube ich, auch das Allerwichtigste und Poly ist erstmal eine Veränderung und auch das Zeitmanagement wird sich da halt verändern. Mich würde interessieren, kennt ihr noch irgendwelche Tools,
irgendwas anderes aus der Google-Kalender. Ich meine, WhatsApp-Gruppen ist eh logisch und natürlich offene Face-to-Face-Gespräche, weil da sieht man dann oft, dass es wirklich um was anderes geht und gar nicht so sehr um die Zeit. Oder wie macht ihr das? Oder sagt ihr, ihr braucht so viel Zeit für euch selber, euer Leben, eure Familie, eure weiß ich nicht was, Hobbys, dass ihr euch das einfach gar nicht vorstellen könnt, da noch einen zweiten Partner zusätzlich zu haben? Würde mich echt interessieren, wie eure Meinung einfach so zu dem Thema generell ist.